Und da bin ich auch schon wieder auf dem Weg Richtung Training natürlich. Wohin auch sonst, wenn nicht zum Einkaufen oder zum Essen oder zum Schlafen. Ja, es ist Sonntag und es ist Push. Letzte Woche Montag war Push. Aktuell ja alle 6 Tage Training, immer noch on-off. Ein Tag Training, ein Tag Pause, alles wie gewohnt. Gestern schönen Restday gehabt nach dem Pull-Tag. Hat mich doch gut zerstört, so nachhaltig zerstört. Vor allen Dingen den Unterkörper und den unteren Rücken. Ich neige immer dazu, so, ihr seht das bestimmt auch, etwas im Hohlkreuz zu laufen, wenn der untere Rücken so richtig schön dicht ist und ein bisschen verkürzt ist, dann zieht das immer ganz schön. Aber naja, jetzt geht es auf jeden Fall fresh ins Push-Training. Heute Nacht ein bisschen unruhig geschlafen. Dieses Wochenende ist Wettkampfwochenende. Wie man sieht, nicht für mich. Aber ich habe gestern 2 Athleten bei der NPC auf der Bühne gehabt. Heute 2 Athleten bei der NAC und 1 Athleten in der Schweiz bei der NPC. Dementsprechend schlafe ich immer ein bisschen unruhiger. Abends, so 22 Uhr, die letzten Check-ins, gucken, wie das Ganze nach dem Ladetag aussieht. Und dann bin ich morgens eigentlich schon immer vor dem Wecker wach, weil ich auf die Check-ins warte und gucken, wie die Nacht gelaufen ist, wie das Wasser rausgegangen ist. Dementsprechend ein bisschen unruhig geschlafen die letzten 2 Nächte. Aber naja, jetzt sieht es auf jeden Fall so aus, dass alle 3 Athleten heute Backstage liegen. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde, Stunde anderthalb, bis das Aufpumpen losgeht. Also ganz entspannt geht es für mich jetzt erstmal ins Training. Die Jungs sind versorgt, die wissen, was sie zu tun haben. Und ja, ich bin gespannt. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen ablenken, bin ich ganz ehrlich. Es gibt keinen Livestream von den regionalen Shows. Und ich sitze dann immer so ein bisschen wie auf heißen Kohlen und warte, was passiert auf der Bühne, weil man leider bei den regionalen Shows keinen Einblick hat und einfach nur warten muss, bis dann irgendwann mal ein Bild online kommt oder Feedback kommt, wenn die Jungs von der Bühne sind. Dementsprechend warte ich jetzt, dass mein Telefon wieder klingelt, dass das Aufpumpen losgeht. Vorm Aufpumpen gibt es quasi, also eine halbe Stunde vorm Aufpumpen, gibt es für mich das letzte Update von den Jungs. Dann gucke ich nochmal drüber, gucke, ob alles passt, ob die Farbe sitzt. Und ja, wir legen los. Das ist schon mal so mein Tagesablauf. Ja, und ihr seht, wie gesagt, nebenbei trinke ich. Dickes Kind schnauft schon wieder. Mein Pre-Workout immer noch unverändert. Ein bisschen Pump, Crank Pump Pro, gute Kombi, halbe Portion, heute ist Brust, dementsprechend nicht so viel Pump. Und für den Focus, Crank Focus Pro, den kann ich wirklich absolut empfehlen, auch solo richtig cool. Nicht unbedingt was für Leute, die abends trainieren, aber ich sag mal, wenn man den jetzt so vor 18 Uhr konsumiert, ist das absolut cool. Also ich kann danach gut schlafen. Und er schiebt vor allen Dingen gut und hebt den Fokus im Training. Vielleicht ist man nach dem Training manchmal ein bisschen verballert. Ich schiebe es einfach auf den Crank-Fokus bei mir. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade mein Logbuch geschrieben, um mal zu sehen, was heute ansteht. Ich habe gesehen, die letzte Einheit lief wirklich verdammt gut. Und wir können auch wieder Gewicht auflegen. Freut mich. Ich mag gucken, was geht. So. Auch wenn ich hier die Kamera in der Hand habe, wollen wir hier schön auf den Verkehr achten. Gehen wir mal auf die andere Seite, da kommt ein Auto. Heute steht nämlich wieder Bankdrücken negativ an der Multipresse an. Und da habe ich letztes Mal 1,25 Kilo erhöht, habe die Reps gematcht. Schmeißen wir heute nochmal 1,25 Kilo rauf und gucken, was geht. Und ja, gucken, was das Training heute bringt. Bin heute ein bisschen neben der Spur, weil ich mit den Gedanken einfach beim Wettkampf bin. Dementsprechend muss ich mich jetzt, wie gesagt, auch ablenken. Die Stunde, bis es dann losgeht. Warten ist genau mein Ding. Meine Welt.
Backstage, wenn man selber da liegt, ist das irgendwie entspannt. Da isst man ein bisschen was, mal einen halben Cookie oder so. Dann pennt man mal eine halbe Stunde, hört ein bisschen Mucke. Aber wenn man passiv wartet, als Nicht-Athlet, ist das echt anstrengend. Naja, gut Leute, heute gibt es erstmal nicht so viel zu erzählen. Alles ganz entspannt, routiniert, wie Bodybuilding halt ist. Day in, day out. Versuchen besser zu werden, das versuchen wir heute auch. Und dann nailen wir mal nicht nur die Form der Athleten, sondern auch das Training. Schön. 3x3. Easy peasy. Oh ja. Nee! Ah, fuck. Ah. Acht. Acht. Nicht 3x3, sondern 8. Ja. Ich weiß nicht, ob man so ein Video gesehen hat, aber ich bin gerutscht. So eine Scheiße. Mann! Sitzposition war nicht ideal. Deswegen habe ich nachher die Beine ausgestreckt. Weil ich ein bisschen Gegengewicht habe. Das nervt. Aber egal. Neues Gewicht. 8 Reps. Bank mal ein bisschen anders positionieren. Alles gut. Die Leute, die die Videos verfolgen, wissen, wenn es nicht konstant nach vorne geht, versuche ich mir mal einzureden, dass alles gut ist. Aber, naja. Heute ist ein Sonderfall. Heute mache ich mal Gebrauch von dem. Nicht jeder Tag ist gleich. Aber jeder Tag sollte gleich sein, was die Leistung angeht. Oder den Kopf angeht. Okay. Machen wir einen Back-Offsets-Progress. Die Bank ein Stück vor. Dann sollte ich nämlich im Gesäß genau hier in der Mitte liegen. Und dann rutsche ich auch nicht. Das ist der Nachteil. Ja, so liege ich perfekt. Ach Mann. 2 Zentimeter. Egal. Machen wir gleich nochmal schön Progress hier. Und dann mit der Incline. Dumbbell nochmal Progress. Egal. Ja. So darf ein Training einfach nicht starten. Im ersten Satz muss genailed werden. Weil, wie gesagt, das erste Mal dieses Gewicht bewegt, 2,5 Kilo mehr. Gutes Gefühl gehabt, das ist immer das Wichtigste. Muskelgefühl ans Versagen gebracht. Also für euch, es geht nicht immer konstant vorwärts. Ich sage es immer wieder. Aber man will natürlich, dass es konstant vorwärts geht. Aber es ist halt immer interessant für mich zu sehen, auch an mir selber zu sehen, was 1,25 Kilo pro Seite für einen Unterschied machen können. Das ist eine Rep weniger. Klingt wenig, aber ich habe jetzt einmal, das sind 80 Kilo pro Seite. Ich weiß nicht, Stange, sagen wir, die Stange wiegt 20, ob sie das nun wiegt oder nicht. Haben wir 180 Kilo. 185 Kilo einmal weniger bewegt als geplant. Das ist eine ganze Menge Workload. Auch wenn ich 7 mal 2,5 Kilo mehr bewegt habe, was 15,5 Kilo sind. Also seht ihr, diese Differenz ist bei einer Rep dann doch im Workload immens. Aber da machen wir uns jetzt für nicht verrückt.
weil einen Reiz haben wir gesetzt. Und nächstes Mal mache ich 10. Mit Ansage. Der Satz fängt gut an. Was ist hier los, Alter? 3 Scheiben, 4 Scheiben. Oh. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Eine Rap mehr. 14. Eieiei. Wie verpeilt kann man eigentlich ins Training gehen? Sag mir das mal bitte. Wie verpeilt? Bin da halt so ein bisschen wie so ein kleiner Papa, wenn meine Ziehkinder auf die Bühne gehen und ich bin die ganze Zeit im Kopf am Handy. Aber jetzt ist alles durch. Die Jungs pumpen sich gerade auf. Ich habe vor dem Tops das gerade nochmal mit den Jungs geschrieben. Die pumpen sich jetzt auf, ist ganz lustig, weil die sowohl der NRC als auch der NPC in der Schweiz beide Klassen, auch wenn es andere Klassen sind, sind genau zeitgleich. Also alle drei machen quasi gerade alle das Gleiche. Jetzt pumpen sich alle auf, trinken hier Powerade und dann wissen wir irgendwann nachher Bescheid. Er ist erstmal nur Vorrunde, dann wieder hinlegen, warten, dann heute Abend irgendwann das Finale. Aber bei der NRC geht es schneller. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt in kleinen Dumbbell und mal die 70er wegballern. Puh, 14 Stück. Sehr schön. 9 Reps. Ganz easy rausgeballert. 9 Reps. Ich sitze im Büro. Ich bin abgefuckt. Mann, war der Satz scheiße. Ich weiß gar nicht, waren das 5 oder 6 Reps? Kein Druck drin. Da. Herrlich. Ich weiß nicht, ob es die 2 Tage unruhigen Schlaf sind, weil der Kopf nicht bei der Sache ist, weil ich hier schon wieder warte. Die Jungs sind jetzt auf der Bühne. Oder was sonst, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft es heute richtig beschissen. Ich kann es nicht anders sagen, es läuft beschissen. Erster Satz war kacke, das hat mich genervt. Und das eben, ich schreibe mal 5 Wiederholungen mit 70 auf. Ich wollte 9 machen. Und eigentlich nur eben, weil mein Ellbogen wieder gezwickt hat. Seit der Pendulum zwickt der nämlich wieder rechts. Morgen habe ich glaube ich Physio. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen oder Dienstag Physio. Mittwoch erst. Aber gut, ich habe Dienstag Beine.
Ellbogen zwickt wieder seit der Pendelung, seit ich mich da doof bewegt habe. Und das habe ich eben beim Drücken, beim Umsetzen schon gemerkt. Habt ihr gesehen, wie beschissen ich die 70er eben umgesetzt habe? Normalerweise habe ich das nicht, das Problem. 2 Minuten durchatmen. Runterfahren. Dann gehe ich in die Schulterpresse und gucke, ob das Training heute noch sinnvoll wird oder nicht. Oder ich zu genervt bin oder nicht. Ja. Könnte ich jetzt irgendwie durchboxen? Ohne Progression? Einfach durchpumpen? Habe ich keinen Bock drauf? Bin ich total anti? Ich weiß nicht, was es bringen soll. Ja. Ich habe auch keinen Bock, nach Hause zu gehen. Weil das Training ist kacke. Mann. Ja. Naja. Ich habe mir gerade echt überlegt, ob ich die Kamera anmache oder nicht. Oder ob ich jetzt einfach nochmal filme. Und morgen nochmal Push trainiere. Aber warum? Ich habe gesagt, ihr bekommt alles live mit. Also bekommt ihr auch das live mit. Weil auch bei mir und eigentlich bei jedem läuft es nicht immer rund. Aber ich will jetzt eine Schulterpresse Progression machen. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück an die Schulterpresse. An diese scheiß Incline will ich heute gar nicht mehr dran denken. Das nervt mich jetzt. Wir gehen jetzt an die Schulterpresse, machen Schulterpresse. Dann machen wir mit Butterfly dann auch weiter. Jetzt gucken wir aber erstmal auf der Schulter. Wenn die Schulterpresse jetzt nicht läuft, Leute, dann sage ich hier, dann schmeiße ich hier alles durch die Gegend. 3 Plates per Side. Wird schwer. Letztes Mal 6 Wiederholungen, glaube ich. Wollen wir mal gucken. Packen wir mal wieder unsere Sachen zusammen. Mikro. Telefon brauchen wir. Also, ich habe mein Intro schon angesoffen. Dementsprechend muss ich jetzt auch weitermachen. Deswegen hören wir nicht auf. Sieben Reps. Damit eine mehr als letztes Mal. Geht doch. So, jetzt machen wir nochmal 12 Reps mit 2 Plates und dann sind wir back in. Scheiß auf Bank drücken. Pah! Ich sag euch, es findet alles hier oben statt. Egal wie es läuft, man darf sich nicht abfacken lassen. 2 Minuten rauf, einmal weg vom Eisen, nicht nerven lassen und wieder ran ans Eisen. Keine Ahnung, was im Drücken heute los war. Oh, das kriegen wir hin. In 12 Tagen hämmern wir hier erstmal negativ die 10 weg und danach ballern wir die 70er weg. Nee, den lassen wir mal drauf. Körpergewicht steigt, Ring sitzt. Alter, still the best. Ich kann es nur wiederholen. Beste Trizepsübung.
um wirklich einen fetten Arm zu kriegen. Einfach das Körpergewicht hoch und runter bewegen, ganz simpel. Also wenn ihr Dips nicht im Plan habt, nehmt Dips auf und guckt hier mit der Breite. Wenn ihr einen Dipholm habt, der so im V zuläuft, ist ideal. Und dann probiert ihr ein bisschen aus, wann der Ellenbogen perfekt zum Oberkörper steht. Dann bekommt ihr so einen Druck, wirklich im Trizeps. Unglaublich. Besser als jede Kabelvariante oder sonst was. Einfach weil der Griff gut ist. Dieser neutrale Griff, genau wie an der Nautiluspresse, ist ideal. So. Hab übrigens 15 Reps gemacht mit 12 Plates, mit 2 Plates, 12 Plates. Einmal die Aggression ins Eisen gebracht. Ja, sehr schön. Heute ist Butterfly dran. Mag ich sehr gerne. Fliegende sind auch gut am Kabel. Finde ich auch cool. Aber bei Fliegenden neigt man immer dazu, dadurch, dass der Oberkörper nicht stabil ist, ein bisschen instabiler zu sein. Deswegen bevorzuge ich eigentlich die Butterfly-Variante. Ich mag beide drin haben. Aber die Butterfly-Variante ist einfach schön. Man kann sich perfekt positionieren, dass man wirklich in der ersten Wiederholung den Sitz findet, wo man die Brust am besten spürt und dann einfach nur durcharbeitet. Bei Fliegenden muss man manchmal ein bisschen korrigieren. Mit der Kurzhantel mache ich gar nicht, mag ich auch nicht. Einfach, weil da der konstante Zug fehlt, den ihr beim Kabel habt oder auch beim Butterfly habt. Das ist halt bei der Kurzhantel durch die Schwerkraft einfach ein bisschen eingeschränkt. Ne? Naja, jetzt begleiten uns auch die bösen Onkels, da kann das Training nur laufen. Ganz wichtig, Schulterblätter zusammenziehen und nach hinten unten. Dann bekommt ihr richtig schön Spannung in die Brust. Man kann sich auch einen Butterfly zerlegen. Ganz wichtig, immer versuchen, die Brust oben zu lassen. Irgendwann, ich habe meinen Satz ja so nicht gesehen, aber neigt man dann dazu, leicht rund zu werden und man fängt an, mit der Schulter zu schieben. Das wollen wir aber nicht. Deswegen konzentriert euch auf die Schulterblätter, hinten zusammenziehen, genau wie beim Bankdrücken. Und dann habt ihr immer hier eine richtig brutale Spannung. Wie unappetitlich. Perfekt. Erkläre ich euch gleich. Mm-hmm.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ein Satz hier. Seitheben. Als RP-Satz. Ein bisschen nackenlastig, der erste Ansatz, quasi der erste Satz mit den 16 Reps. Drei Sätze Kurzhantel. Seitheben vorweg, habe ich vergessen zu filmen eben irgendwie, kein Plan. Achso, weil die Immobilienverwaltung angerufen hat und gefragt hat, wo es denn tropft. Ja. Mittlerweile sind es 4 Stellen. Heute ist aber trocken, aber es regnet auch nicht. Das ist schon mal ein Indiz. Egal. Auf jeden Fall Seitheben am Kabel. Ich habe eben noch mal die Rolle verschoben. Je höher ihr mit der Rolle geht, desto weniger Last habt ihr am oberen Punkt. Und je mehr Last quasi unten raus, was ist mehr Last? Ihr habt unten raus volle Last und dann wird es nach oben ein bisschen leichter. Hat den Vorteil, dass ihr noch ein paar Reps mehr schafft. Wie gesagt, das war eben, habe ich gemerkt, ein bisschen in den Nacken gezogen. Deswegen habe ich mich dann zur Seite gelegt, um noch mehr Spannung in die seitliche Schulter zu kriegen. Ein Satz mit dem rechten Arm. Ich mache jetzt noch einen Satz mit dem linken Arm. Und dann ist auch schon Bauch angesagt. Trizeps am Kabel lasse ich heute weg. Ich will den Ellenbogen nicht wieder richtig ärgern. Es hat heute gereicht mit dem Inklein drücken. Da haben wir einen Haken dann gemacht. Der Rest läuft. Das Lustige ist, Dips komplett problemfrei mit dem Ellenbogen. Momentan beim Inklein drücken merke ich dann wieder den Ellenbogen. Aber ist auch wieder die andere Stellung. Egal, ich mache meinen zweiten Satz. Ah, erstmal trinken. So, jetzt bin ich fertig mit dem Training. Wenn Kurzhantel nicht will, nehmen wir halt die Brustpresse. Haben wir schön 2 Sätze hier gemacht. Das war jetzt gerade der 2. Satz. Ah, jetzt passt das Volumen auch. Ich kann Haken ans Training setzen. Und wir haben alles zum... das Telefon klingelt. Jetzt wird es interessant. Die Jungs müssen von der Bühne runter sein. Ich hasse das so. Wenn das Training nicht rund läuft, dann habe ich auch keine Cornflakes verdient. Ich will aber Cornflakes. Und dann pusht mich das durchs Training. Hier ist noch was drin. Das neigt sich aber auch dem Ende. 2 Kapseln Magnesium. Gut für die Verbindung der Nerven. 2 Kapseln KSM. Calm down. Bisschen runterbringen. War nervig genug heute. Dieser Inklein. Aber es ist einfach so, um auf die Übung einzugehen. Bei Kurzhantelvarianten ist die Gefahr, sich zu verletzen, sehr hoch im Vergleich zu einer Brustpresse. Und ihr habt halt genau das Problem, was ich heute hatte. Irgendwann ist das Umsetzen kacke. Und wenn dann irgendein Muskel nicht ganz fit ist, dann ist das Rausdrücken schon kacke. Und dann wird die ganze Übung kacke. Im schönsten Fall
müsste ich irgendwann noch mal eine inkleinen Brustpresse aufgabeln. Würde ich wirklich sehr, sehr gerne machen. Einfach aufgrund der Last und gerade in der Vorbereitung dann irgendwann wieder. Schräg rauszudrücken, ohne die Kurzhantel zu benutzen. Weil 70er zu drücken ist cool. Ja, jeder sagt, ey, du drückst 70er. Interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Bin ich ganz ehrlich. Weil Kurzhantel 70er drücken macht keinen Spaß. Das Umsetzen macht keinen Spaß. Das Rausheben aus dem Rack macht keinen Spaß. Das Ablegen macht keinen Spaß. Das sieht vielleicht cool aus auf dem Video. Aber richtig schlau ist das nicht. Da würde ich definitiv 10-mal lieber an eine gute, wirklich eine gute Incline Press gehen. Und ich bevorzuge da immer noch die Hammer Incline. Finde ich einfach mit am geilsten. Muss man da die Augen aufhalten, dass ich so eine noch hier ins Gym kriege. Aber jetzt muss ich mich, glaube ich, langsam mal um einen Kälteschutzvorhang kümmern. Oder irgendwas in der Art. Weil die eine Tür zieht ganz schön. Noch habe ich die Heizung nicht an. Hier sind 10, 12 Grad drin. Das ist noch okay mit dem Pulli. Aber irgendwann wird es ja kälter leider in Deutschland, Norddeutschland. Ja. Aber drückt mir die Daumen. Nächste Woche sollen die Bodenmatten kommen. Ich hoffe, das klappt. Weil die werden mitgenommen. Weil ein Bekannter holt hier in Norddeutschland Geräte ab. Und nimmt quasi auf dem Weg meine Matten mit und lädt dann hier die Geräte ein. Und wir hoffen, dass das alles klappt. Und dann kriege ich meine Matten, dann können wir hier Raum Nummer 3 auch ready machen. Weil die anderen Geräte auch unterwegs sind aus den Staaten. Naja, auf jeden Fall habt ihr heute ein wirklich, wirklich ganz reales Training von mir gesehen, was nicht so rund lief. Und ja, ich habe es schon mal gesagt, da waren ja schon ein, zwei Trainingseinheiten bei, wo es mal so ein bisschen gehangen hat. Es kommt einfach vor, es gehört dazu. Aber ich weiß, ich kann in klein negativ die 4 Platten plus 2,5 auch 10-mal drücken. Weiß ich. Ich habe auch schon 10-mal 175 freigedrückt negativ. Was allerdings echt gefährlich ist alleine. Würde ich euch nicht empfehlen, weil wenn ihr nicht mehr hochkommt, kommt ihr nicht mehr hoch. Dementsprechend bin ich auf die Multipresse gegangen. Aber ich weiß, dass ich das kann. Und das werde ich auch umsetzen. So, und jetzt gibt erstmal ganz entspannt meine Cornflakes. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Danke für den Support. Wenn ihr euch ganz supporten wollt, unten findet ihr meine Favoriten, was Supplements angeht, wenn ihr Fragen zu Supplements habt oder Training oder Ernährung, haut es in die Kommentare. Ich beantworte es gerne. Je mehr Fragen, je mehr Leute lesen das Ganze und je mehr Leuten hilft das Ganze. Ne? Ihr seid mit eurer Frage sicherlich nicht alleine. Wenn ihr eure Frage stellt, ich sie beantworte, lesen Sie drei andere, die die gleiche Frage hatten. Also, in diesem Sinne, auf Wiedersehen.